Sie alle wurden einmal belächelt. Populisten wie Donald Trump in den USA oder Frauke Petry von der AfD. Doch die Zeit des Belächelns ist vorbei. Trump hat es mit Pöbeleien und Lügen zum Präsident der USA geschafft. Und hierzulande erzielt die AfD ein Umfragehoch nach dem anderen. Wir da unten gegen die da oben. Damit begeistern Populisten Menschen, die sich von der sogenannten Elite nicht mehr verstanden fühlen. Und das betrifft nicht nur die Politik. Auch in der Kirche locken fromme Christen mit radikalen Botschaften und erreichen damit Gläubige, die von der Kirche enttäuscht sind. Warum sind die Menschen so wütend? Warum sind Populisten so erfolgreich? Und welche Konsequenzen muss die Politik im Wahljahr 2017 ziehen? Darüber diskutieren wir jetzt bei Alpha und Omega und damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio begrüße ich Professor Frank Brettschneider. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim und beschäftigt sich unter anderem mit Wahlforschung. Über das Wahlergebnis in den USA war er nicht überrascht. Er sagt, die Demoskopen lagen nicht falsch, die Journalisten waren grottig. Annette Kick ist Beauftragte für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Sie warnt, auch im religiösen Bereich gibt es gefährliche Tendenzen. Dr. Ute Bechdolf ist Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen. Sie ist schockiert über den Wahlausgang in den USA und befürchtet mehr Populismus in Deutschland. Sie fordert, die deutsche Politik muss vom amerikanischen Wahlausgang lernen. Herr Brettschneider, weltweit sind viele Bürger, viele Politiker immer noch entsetzt über die Wahl des US-Präsidenten. Waren denn alle naiv im Vorfeld? Ach, naiv nicht, aber da war der Wunsch Vater des Gedankens. Man wollte Trump nicht, konnte sich das auch nicht so wirklich vorstellen, schon bei den Vorwahlen nicht, bei der Auseinandersetzung innerhalb der Republikanischen Partei. Da hat er es dann geschafft. Und mit näher Rücken des Wahltages dann die Feststellung, ja, das kann ja vielleicht doch was werden für Trump. Und was hat das dann für Bedeutung auch für uns in Deutschland? Das schon, ja. Aber Sie waren nicht überrascht vom Wahlergebnis. Warum nicht? Na, weil ja schon zu beobachten ist und auch Umfragen gezeigt haben, dass er einen großen Resonanzboden hat. Da ist einerseits die Ablehnung seiner Gegenkandidatin. Hillary Clinton war super unbeliebt und das spielt einfach eine Rolle. Und dann die Fixierung von uns aus dem europäischen Blick häufig auf die Küsten, Westküste, Ostküste. Und da haben wir eher die Liberalen sitzen, sehr europäisch geprägt. Und das sogenannte Flyover-Country dazwischen, das übersehen wir gerne. Und da sitzen aber auch Wählerinnen und Wähler und die haben ganz andere Vorstellungen. Die hat er angesprochen, gerade mit seiner Ablehnung von Elite in Washington. Frau Bechdolf, in der Antrittsrede hatte Präsident Trump nicht unbedingt versöhnliche Töne gefunden. Wie geht es Ihnen denn mit dem neuen Präsidenten? Ich finde, es ist eine große Herausforderung für uns, was unser Programm angeht, was unser Standing auch in der Stadt angeht. In Tübingen weiß man eigentlich, dass wir ein offenes Haus sind, ein Forum, auf dem alle zu Wort kommen. Und dennoch ist es natürlich jetzt im Moment auch unsere inhaltliche Arbeit gekennzeichnet von einer Auseinandersetzung mit jemand, der eigentlich die demokratischen Grundwerte nicht mehr vertritt. Und das finde ich wirklich schwierig. Warum sind denn so viele Amerikaner wütend auf die Politik? Warum ist der Hass auf das sogenannte Establishment so groß? Ich glaube, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ging es vielen Amerikanern nicht besser, eher schlechter. Und daran konnte auch Obama nur wenig ändern. Er hat sich bemüht, also es ist schon so, dass er nicht nur die Küsten gesehen hat, aber die Republikaner im Kongress haben ihn ja auch nicht machen lassen. Ja? Und was wir hier oft nicht gehört haben, bei der Krankenversicherung ist es so, dass die Gebühren in den letzten Jahren zum Teil sich verdoppelt oder verdreifacht haben, was nicht unbedingt mit Obamacare zu tun hat, was aber zeitgleich passierte. Und das war natürlich für die Menschen ein Schock. Ich habe auch mit einer Ärztin gesprochen, die sagte, für mich ist es auch ganz schwierig geworden, weil die Krankenversicherung deckelt das, was ich einnehmen darf und ich verdiene nur noch die Hälfte von dem, was ich bisher verdient habe. Also zum Beispiel die Begeisterung über die Krankenversicherung hielt sich viel mehr in Grenzen, als wir uns das hier vorstellen können, denn die Mentalität ist eine ganz andere. Frau Kick, Sie haben die Wahl auch beobachtet in den USA, aber unter einem ganz anderen Aspekt. Sie haben die Evangelikalen dort betrachtet. Wie haben Sie das denn erlebt? Na, ich war ehrlich gesagt dieses Mal relativ lang entspannt, weil ich dachte, also Trump ist ja eindeutig kein Evangelikaler und spricht ja überhaupt die Evangelikalen, auch mit seinem Lebensstil, die Evangelikalen gar nicht an. War ich mir eigentlich total sicher, dass dann die Clinton doch noch eher wählbar wäre. Also sonst war ja immer klar, der Republikaner hat sich dann als Bush ja dann als wiedergeborener Christ, und das war ja diesmal nicht der Fall,
war dann eigentlich erst kurz vorher aufgewacht und habe gemerkt, okay, die Evangelikalen sind so sehr gegen die Clinton, dass sie doch sich auf den Trump einlassen, obwohl sie sehen, dass er lügt, obwohl sie sehen, wie er lebt. Wie er. Welche Werte vertreten denn die Evangelikalen? Na, wie ich jetzt so der Presse dann immer wieder entnommen habe, waren das so ein paar Triggerthemen. Also die Evangelikalen ist übrigens immer schwierig. Also muss man sagen, sogar in Amerika sind die sehr unterschiedlich, aber jetzt einfach die konservativen Evangelikalen. War es wohl ein wichtiges Thema, dass dann Trump gesagt hat, ja, er wird gegen Abtreibung sein und die Clinton einfach für das Menschenrecht auf Abtreibung steht. Und da konnte alles andere sozusagen nicht punkten dagegen. Also dass ich denke, sie stellt eigentlich christliche Werte eher dar. Aber das sind dann immer so, ja, so ein paar Triggerthemen. Mhm. Homosexualität, Abtreibung und überhaupt... Entschuldigung, gegen Patriarchat, also für Emanzipation, das ist eben auch ein Thema. Herr Bretschner, Trump gilt ja als Twitter-Präsident, also er hat seine politischen Botschaften ja wirklich in den 140 Zeichen über Twitter quasi versendet. Ist es jetzt so die neue politische Kommunikation im Wahlkampf geworden dadurch? In den USA ja, in Deutschland weniger. In den USA ist Twitter ohnehin sehr viel weiter verbreitet, auch in der Elite, gerade dort, für einen Austausch. Bei Trump kommt hinzu 140 Zeichen, da muss man nicht ins Detail gehen. Und das ist auch nicht seine Stärke, ins Detail zu gehen, sondern er haut einfache Sätze raus. Und genau die, nicht die jetzt besonders wichtig sein für ihn, aber die für seine Wählerinnen und Wähler wichtig sind. Und das mit einer sehr starken, aktiven Sprache, viele Verben drin, auffordernd auch teilweise und immer gegen andere gerichtet. Und das ist einfach, da ist Twitter ideal für, da lässt man keine Diskussionen zu, sagt, das ist auch nicht sein Ding. Die Diskussion haben wir auch auf seiner ersten Pressekonferenz gesehen, da werden Journalisten abgekanzelt. Ja, das ist der Stil. Auf die Art und Weise setzt er die Themen der politischen Diskussion. Jetzt muss man aber sagen, dass er kommunikativ sehr, sehr viele Regeln verletzt hat. Er hat verleumdet, er hat gehetzt, er hat gelogen, er hat sexistische Dinge von sich gegeben. Wie kann es sein, dass er trotzdem gewählt wird und wen hat er damit erreicht? Ja, weil das eben seine Wählerinnen und Wähler anders sehen. Die sagen, das ist die böse Presse, das ist die Lügenpresse, die Trump versucht, schlecht darzustellen. Und er ist gar nicht so. Er wird verzerrt dargestellt. Das ist ja auch seine Behauptung immer gewesen. Und gelegentlich, wenn es gar nicht mehr anders ging, dann hat er einfach wrong gesagt. Das stimmt nicht, hat einfach Fakten geleugnet. Und das war bei seinen Anhängern auch wieder okay, weil die auch die klassischen Massenmedien gar nicht mehr so intensiv verfolgen, sondern wir nennen das Filterbubble, die leben in ihrer eigenen Welt durch soziale Medien geprägt und da finden sie immer wieder eine Bestätigung ihrer eigenen Vorstellungen. Die Filterbubbles müssen Sie kurz erklären? Ja, wenn man zum Beispiel in Facebook unterwegs ist und nur dort und von dort seine politischen Informationen bezieht, dann ist das sehr selektiv. Man nimmt dann das wahr, was der Freundeskreis um einen herum auch denkt und sagt und diese Wahrnehmung prägt das eigene Denken. Und da wird man nicht konfrontiert mit anderen Meinungen, mit gegenteiligen Meinungen, mit Argumenten, sondern es ist eine permanente Bestätigung der eigenen Sichtweise, bis hin zu Verschwörungstheorien. Wie kritisch sehen Sie das? Ja, sehr kritisch. Das ist ein großes Problem, wenn die klassischen Massenmedien nicht mehr die Grundlage für eine politische Diskussion schaffen und darstellen können, weil sie nicht mehr genutzt werden von einem relevanten Teil der Bevölkerung. Ich würde gerne zu den Trump-Wählern noch was sagen. Ich glaube, das kennen wir hier nicht so, dass dieser starke Mann, der Held, eigentlich verkörpert er ja den Cowboy, ja, der alleine als Solofigur für Recht und Ordnung sorgt. Also Recht und Ordnung. Und ich glaube, diese Figur kennen wir nicht so. Aber das ist in den USA sehr attraktiv, diese Figur, die da auftritt und jetzt erstmal alles zusammenkrachen lässt und dann vielleicht wieder neu aufbaut. John Wayne reitet wieder. Genau. Aber Frau Bechtloff, jetzt muss man doch sagen, also A wurde demokratisch gewählt in den USA und es gibt auch hierzulande in Deutschland viele, die sagen, sie finden es gut, dass einer da ist, einer, der wieder enger mit Putin zusammenrückt, es sei besser für den Weltfrieden, einer, der endlich mal sagt, was Sache ist, der sich nicht an diese etablierten Regeln hält und so weiter. Können Sie das nachvollziehen? Ich kann es zu einem gewissen Grad nachvollziehen, obwohl es meine persönliche Meinung bei weitem gar nicht ist. Aber ich glaube, die Unzufriedenheit auch in Deutschland nimmt ja zu. Es wird immer schwieriger, von Jobs zu leben. Also immer mehr Leute Teilzeit, immer mehr Leute haben Niedriglohnjobs. Man kann sich noch so anstrengen. Ich glaube, in den USA ist es auch so, dieser American Dream, if you can
if you want to do it, you can do it und du kannst es wirklich schaffen, das funktioniert ja nicht mehr. Gerade in diesen Staaten, die es erstmals gekippt sind zu den Republikanern. Denn letztlich hat ja Donald Trump nicht gewonnen. Er hat ja 2,9 Millionen Stimmen weniger als Hillary Clinton. Aber er hat sich auf die richtigen Staaten konzentriert, wo die Leute arm sind, die Weißen, wo die Leute inzwischen auch ein riesen Drogenproblem haben. Heroin ist sowas von verbreitet unter unter Weißen, ja, unteren Schichten, aber auch unteren Mittelschichten. Also das können wir uns hier gar nicht vorstellen. Jetzt hat Frau Kick Donald Trump natürlich so die Macht der Worte auch genutzt über Twitter. Die Macht der Worte merken Sie auch hier bei den Evangelikalen. Sie bemerken da auch gefährliche Tendenzen hier in Deutschland. Inwiefern? Also mit den Evangelikalen würde ich das jetzt nicht so sagen, aber es gibt, also ich mache diese Arbeit seit 15 Jahren, war irgendwann mal Gemeindepfarrerin, da habe ich das überhaupt nicht so empfunden, diese Polarisierung auch. Aber jetzt seit 15 Jahren hat mich sehr gewundert, solche Tendenzen in der religiösen Suche oder in religiösen Gruppierungen, die entstehen, die man jetzt heute als postfaktisch nennt. Also, die gefühlte Wahrheit. Das rein die Wahrheit und zwar die ganz einfache Wahrheit. Und so ein erstes Schockerlebnis war bei so einer öffentlichen Diskussion um so eine auch sehr fromme Gruppe, die dann als Referent dann einen Nebensatz bildete, sagte ein junger Mann, genau wegen solchem Geschwätz gehe ich jetzt in diese Gruppierung, ja, dieses intellektuelle Geschwätz. Also diese Tendenz zu gefühlten, einfachen Wahrheiten und dass man dann sozusagen all dieses Debattieren und Perspektivwechsel und so. Deshalb kommt mir das auch bei dieser Sendung so vor, wenn das jemand sieht, der sagt, ja, jetzt debattieren Sie wieder. So. Dass man das dann plötzlich so pauschal ablehnt. Herr Brettschneider, jetzt ist es so, dass Politiker sich quasi auch ständig gegenseitig Populismus vorwerfen. Also Populist ist ja schon ein Schimpfwort geworden, aber was ist denn eigentlich ein Populist? Ja, da gibt es ganz viele Definitionen für. Wenn man jetzt mal ganz einfach rangeht und sagt, das ist jemand, der die Sprache des Volkes spricht und auch da reinhört und das dann wiederholt, dann kann man auch sagen, geht noch. Aber Populismus im engeren Sinne ist wesentlich mehr. Allein schon die Vorstellung, dass es das Volk und den Volkeswillen gibt, das behaupten Populisten nämlich. Auch in seiner Amtsantrittsrede hat Trump sehr darauf abgehoben zu sagen, also ich fordere jetzt die Solidarität des Volkes ein, die müssen jetzt hinter mir stehen. Und das Volk und den Volkeswillen gibt es in einer pluralistischen Gesellschaft nicht. Das ist eine, was versucht wird darzustellen, als gäbe es diesen Volkswillen. Häufig verbunden mit einer Ausgrenzung von Fremden oder von anderen. Und da hat er ja eine ganze Reihe von Personengruppen, die er abgewatscht hat, ohne Ende. Und das steigert das Selbstwertgefühl derer, die meinen, sie gehören dazu. Und das sind dann die weißen Männer, die sich zurück in die 50er Jahre sehnen, weil sie da noch was zu sagen hatten und eben diese Cowboy-Mentalität. Das Spannende ist ja an den USA, die Kultur ist ja eigentlich immer nach vorne gerichtet. Das ist ja eine Kultur, die sagt, also dort ist es besser, wir müssen schnell nach vorne gehen. Und jetzt plötzlich ist es rückwärts gewandt. Also das ist was ich noch nicht verstanden habe. So richtig. Ja. Aber den Populismus haben Sie jetzt am Beispiel Donald Trump gut beschrieben. Aber sehen Sie das in Deutschland auch? Weil in Deutschland heißt es ja auch ständig. Also da wird Politiker der AfD werden als Populisten bezeichnet. Aber auch ein Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident, wird als Populist bezeichnet. Also wann ist ein Populist in Deutschland ein Populist? Ja, wenn er all diese Kriterien erfüllt. Also eine sehr vereinfachte Botschaft, ein Ausgrenzen anderer, ein Beschwören des Volkswillens. Und dann gibt es ja Abstufungen von Populismus, also bis hin zu sehr radikalem Populismus. Natürlich, das beobachten wir in Deutschland tatsächlich bei der AfD ganz besonders intensiv. Die bedienen sich der gleichen Mechanismen, wie wir es bei Trump gesehen haben. Aber nicht nur da. Gucken sich Wilders in Holland an oder Le Pen in Frankreich oder Hofer in Österreich. Das ist in allen westlichen Demokratien mittlerweile so, dass diese Gruppe offenbar oder diese populistischen Gruppen sowas wie ein Ventil darstellen für Personen, die vorher gar nicht zur Wahl gegangen sind, also hat mit meinem Leben sowieso nichts zu tun, oder gelegentlich mal die eine oder andere rechtsextreme Protestpartei gewählt haben, damit aber nie was bewirkt haben. Und die sehen jetzt, Mensch, wir können die anderen ärgern. Wir sind ja wirkungsvoll, indem andere sich über uns aufregen. Das reicht eigentlich schon. Aber man kann auch sagen, das Vereinfachen grundsätzlich von Botschaften und auf den Wählerwillen eingehen, die Politiker auch gewählt haben, ist ja nichts Schlechtes. Aber Sie sagen, es ist dann populistisch, wenn quasi Menschen auch ausgegrenzt werden. So ist das. Es wäre sehr wünschenswert, wenn auch unsere Politikerinnen und Politiker häufiger mal eine klarere Sprache sprechen würden. Das ist Teil des Problems. Dieses verschwurbelte, bürokratische, nicht an der Sprache der Wählerinnen und Wähler dran sein. Ja. Aber da dran zu sein, bedeutet nicht automatisch ein Rechtspopulist zu sein.
Sie glauben, dass der Populismus in Deutschland auch wachsen wird. Warum? Ja, ich fürchte, dass die USA in diesem Fall wieder ein Beispiel sind und vielleicht kein besonders positives. Wir orientieren uns ja immer noch an dieser Weltmacht. Und Trump gibt sozusagen in vielen Bereichen die Erlaubnis, so zu sein, so zu sprechen, so aufzutreten, alles vom Tisch zu wischen, was einem nicht passt. Also da mache ich mir schon Sorgen, dass viele Verhaltensweisen jetzt salonfähig geworden sind. Mhm. Frau Kick, auch manche evangelikale Gruppen holen die Menschen ja auch mit einfachen Botschaften ab. Per se ist das ja auch nicht schlecht, oder? Wo ist das für Sie dann populistisch? Naja, wenn es aus der Abgrenzung lebt, also im Grunde genau. Im Endeffekt wieder, genau das Gleiche. Ja, ja, genau. Also die Strukturen sind genau die gleichen. Und ich krieg seit ein paar Jahren, weil ich selber in einen Shitstorm geraten bin, das war noch lang vor AfD, kriege ich so Mails von ganz rechten von fundamentalistischen Gruppierungen. Also die sind sehr, sehr klein in Deutschland. Das ist überhaupt gar kein Vergleich. Nur, wodurch sind Sie in den Shitstorm geraten? Ich hatte eine Radiosendung zum Thema fundamentalistische Gruppierungen, konservative Gruppierungen, und habe da ein paar Triggersachen gesagt. Zum Beispiel habe ich gesagt, man muss den Islam nicht total schlecht machen um die eigene Religion. Und das würden die Fundamentalisten würden halt immer so Islam dann als Nicht-Religion bezeichnen. Im Grunde das, was die AfD jetzt auch macht. Also war schon vor 8 Jahren oder so. Und habe noch mal was über Kinder gesagt, und dann ging wirklich dieser Shitstorm über mich. Ich soll doch Muslima werden und so. Ja. Und das andere, ich wäre für Kinderpornografisierung und so weiter. Nur weil ich gesagt habe, dass diese Art, Kinder unter Druck zu setzen mit Himmel und Hölle und so, schwierig ist. Also kam das alles einfach so, wie wenn man einen Trigger bedient. Ja. Und diese Kreise, bei denen, also sie sind inzwischen, haben sich in den letzten 2-3 Jahren ganz extrem politisiert und beten das alles nach. Also, woher kommt denn Ihrer Meinung nach der Aufstieg der Populisten? Woher kommt das? Ja, das ist zum Teil die Schwäche der alten Parteien, der bestehenden Parteien, dass da Menschen sich teilweise nicht abgeholt fühlen oder nicht angesprochen, noch nicht mal wahrgenommen fühlen. Und dieses Gefühl, da werde ich wahrgenommen von Populisten, das ist eigentlich deren erster Sieg. Dann haben wir die Erfolge, die reihum stattfinden. Also, da wird ja dann geguckt und gefeiert, wenn in Österreich eine Präsidentenwahl so ausgeht, wie sie ausgeht. Ja, aber der populistische Kandidat hat nicht gewonnen. Ja, aber ganz knapp. Also ja. Wer hätte das gedacht vorher? Ja. Und also stärkere Erfolge einfährt, als erstmal nur 5% oder 6% zu bekommen. In Deutschland sind es die vielen Landtagswahlen, bei denen die AfD von einem Erfolg zum anderen gedüst ist. Und das führt bei den Wählerinnen und Wählern dazu, sagen, Mensch, wir können die anderen ja ärgern. Die regen sich richtig auf über uns. Genau das wollen. Jetzt werden wir wahrgenommen. Das spielt eine große Rolle dabei. Dann haben wir es mit einer viel komplexeren Welt zu tun, und die Populisten geben einfache Antworten darauf. Das entlastet ungemein. Das ist auf einmal nicht mehr komplex, sondern da braucht man nur die Mauer bauen oder einen Schießbefehl geben und dann ist alles wieder gut. Das zurück in die 50er Jahre. Ich glaube, dass Angst eine Rolle spielt. Mhm. Angst und fehlendes Vertrauen in das eigene Leben, in die da oben, die es vielleicht doch schon richten würden, tun sie nicht mehr. Also ich glaube, da ist viel verloren gegangen. Mhm. Und diese Angst bringt dann Menschen dazu, komische Dinge zu tun, komische Parteien zu wählen und auch einen Donald Trump an die Macht zu bringen. Ich glaube, das ist viel mit Angst. Glaube ich auch, das meinte ich mit Versagen der Parteien, komplexe Sachverhalte zu wenig nachvollziehbar zu begründen und zu erklären. Jetzt wurden ja die Massenmedien in den USA, wie auch in Deutschland, als Lügenpresse beschimpft. Mhm. Können Sie sich erklären, woher dieser Hass auf die Medien, die immer auch pauschal genannt werden, kommt? Also gut, es geht ja nicht um die Bild-Zeitung, sondern es geht um Medienprodukte, die sozusagen ein bisschen differenzierter argumentieren. Ja? Und wenn ich das gar nicht verstehe und wenn ich da mich auch wieder nicht mitgenommen fühle und vielleicht gar nicht mitlesen oder mithören, mitreden kann, dann lehne ich das ab. Und das ist die einfachste Art, zu sagen, ihr sagt mir sowieso nicht die Wahrheit, warum soll ich euch zuhören? Sie meinen, die Menschen verstehen das nicht? Was die Medien teilweise transportieren? Zum Teil, ja. Also zumindest für die USA kann ich das schon sagen, weil der Bildungsgrad auf dem Land ist nicht so hoch wie bei uns, und das können wir uns oft gar nicht vorstellen. Mhm. Die haben 9, 10 Jahre Highschool und damit war es das dann. Und dann müssen sie arbeiten, und das ist zum Teil nicht so einfach.
nachzuvollziehen. Auf Deutschland, glaube ich, kann man das so nicht runterbrechen, weil das sind ja nicht unbedingt die Ungebildeten, die die AfD wählen. Aber trotzdem ist da die Lügenpresse ein Hassobjekt. Woher kommt das Ihrer Meinung nach? In Deutschland gibt es ganz viele unterschiedliche Gruppen, die zur AfD neigen. Und da gehören auch die Ungebildeten dazu. Und wir hatten jetzt bei der Landtagswahl 30% AfD-Anteil bei den Arbeitslosen und bei den einfachen Arbeitern. Das hat dann schon auch was mit Bildung zu tun. Okay. Es gibt aber auch andere Gruppen. Die Lügenpresse, die etablierten Medien werden abgelehnt und als Lügenpresse bezeichnet, weil sie über etwas berichten, was ganz weit weg ist von der Welt dieser Menschen. Die sagen, was die da in Berlin diskutieren im Bundestag oder irgendwelche Freihandelsabkommen, das hat mit uns nichts zu tun. Und genau das macht die AfD. Die hört dahin, wo die Leute grummeln und wo es ihnen stinkt. Das greifen sie auf und machen dazu eine einfache Botschaft. Und das, der Vorwurf gegen Journalisten ist völlig falsch, der Lügenpresse-Vorwurf. Aber häufiger mal das Ohr an Themen zu haben, die die Bevölkerung insgesamt bewegt oder Teile davon, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also weg von dieser standardisierten, nur auf Ereignisse bezogene Berichterstattung. Sie meinen, die Journalisten erspüren nicht, was die Menschen bewegt und die berichten zu wenig darüber? Einige, oder viele? Ja, einige. Also die Routine der Berichterstattung ist eine sehr erstarrte Routine, so wie der Politikbetrieb in Berlin als sehr erstarrt rüberkommt. Und da wird viel über Strategien gesprochen und nicht über Themen. Ja, Strategien interessieren diese Wählerinnen und Wähler gar nicht. Wer da mit wem vielleicht eine Koalition bilden könnte und sowas. Das ist für Politinsider spannend, aber nicht für die Bevölkerung oder für Teile davon. Frau Bechtold, was kann denn Deutschland von der US-Wahl lernen? Wir haben ja Bundestagswahl in diesem Jahr. Ich denke, zuhören. Also ich habe jetzt einen Workshop geplant, The Art of Listening. Also wirklich mal hinhören, ohne gleich schon die Untertitel mitlaufen zu haben, dass man es besser weiß. Und da würde ich uns alle mit einschließen, die im Bildungsbereich arbeiten. Denn wir meinen ja auch, dass wir es besser wissen. Also. Und von daher denke ich, da können wir schon was lernen. Genauer hinzuhören, Umfragen zu machen, dem Volk aufs Maul zu schauen, um das mal so drastisch zu sagen. Und zu schauen, was brauchen die Menschen? Ja? Was wollen die eigentlich? Wo sind sie vergessen worden? Wo sind sie übersehen worden? Vielleicht kann man mit ihnen in Dialog treten, finde ich ganz wichtig zu sagen, hier können wir debattieren, das ist schwierig und da verlassen wir den Boden der demokratischen Grundordnung. Aber das muss alles besprochen werden. Glauben Sie, dass Politiker da wirklich was, also der etablierten Parteien wirklich was ändern können? Weil der Vorwurf heißt ja immer, sie hören nicht zu, aber wenn man die Politiker hört, sie sagen immer, sie geben sich Mühe zuzuhören. Aber also, gibt es denn da einen richtigen und einen falsch? Gibt es da einen richtigen Weg? Ich glaube, es sind Annäherungsversuche, die ganz, ganz wichtig sind und die werden auch wahrgenommen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, aus welcher Haltung man zuhört. Ja, also ich glaube, dieses so von oben runter, ja, jetzt sag doch mal und so. Und wo fällt's? Und auch immer dieses Reden von der Angst. Ich denke auch, dass die Angst dahinter steckt. Aber es klingt immer so paternalistisch. Ach, was haben Sie denn für Probleme, dass Sie so populistisch sind? Genau. Da habe ich unheimlich Scheu davor, auch so zu reden. Und ich denke auch, für die Kirche ist es ganz wichtig. Also die hat sehr viele Menschen einfach verloren, indem sie nur ein bestimmtes intellektuelles Bach-Publikum sozusagen, also das ist jetzt auch wieder übertrieben, aber ein ganz bestimmtes Publikum anspricht, die auch gern debattieren, die es toll finden, dass man Glaube und Vernunft zusammenbringen kann. Und ich glaube, dass man da wirklich jetzt mal wieder einfach nur zuhören muss. Auf Augenhöhe. Ja, und zwar eben ohne Kameras und so, sondern wirklich und ohne die verkürzten Botschaften in die ganze Welt dann immer rausgehen und so. Sondern wirklich tatsächlich suchen, wo sind die Menschen und ja, ein bisschen zu zweit reden. Was bewegt euch eigentlich? Und selber auf die emotionale Ebene gehen und nicht Grund... Rechte. Jetzt sagen Kritiker ja auch, je mehr man sozusagen über die AfD berichtet, auch je negativer sich die Presse äußert oder je negativer sich andere Politiker über die AfD äußern, desto mehr Menschen werden mit der AfD sympathisieren. Teilen Sie diesen Befund so? Ja, in Teilen schon, aber in Teilen auch wieder nicht. Also bin auch der Meinung, man sollte jetzt nicht über jedes Stöckchen springen, was einem die AfD dahin hält. Das ist ja eine bewusste Strategie. Es gibt die Tabubrüche, die Regelverletzungen im Wissen. Journalisten werden darüber berichten, andere Parteien werden sich aufregen. Schon sind wieder
zwei, drei Tage Berichterstattung dominiert worden von der AfD. Das ist ihr Prinzip, mhm. das Prinzip von Rechtspopulisten überall. Also nicht über jedes Stöckchen springen, mhm. aber auseinandersetzen mit der Partei muss man sich schon. Und da würde ich unterschiedliche Rollen aber sehen. Journalisten, Journalistinnen sind jetzt nicht dazu da, das zu bewerten, sondern darzustellen, was wurde gesagt, von wem und warum. Und dann ist es in der politischen Diskussion von anderen zu bewerten, was ist denn davon zu mhm. halten. Ja, und da nicht der Versuchung nachzugeben ja. und zu sagen, mögen wir nicht und deswegen mhm. stellen wir auch negativ dar. Würde ich aber sagen, dem kommt jetzt in der Bundesrepublik das öffentlich-rechtliche Fernsehen, öffentlich-rechtliche Hörfunk sehr gut nach und auch mhm. die Qualitätsmedien mhm. kommen dem sehr gut nach. Ja. Jetzt nochmal im Hinblick auf den Wahlkampf sozusagen, welche Rolle sehen Sie da auch in den sozialen Medien? Wie gefährlich sind die? Welche Macht haben Sie? Sind Sie da völlig unterschätzt, überschätzt? Wie sehen Sie das? Die sind für dieses Klientel der AfD-Anhänger sehr, sehr wichtig, weil sie sich da ihre eigene Welt basteln und ihre eigene Wirklichkeit. Und dann kommt noch ein bisschen Russia Today dazu, was ein sehr bevorzugter Sender ist, der es mit der Wahrheit auch nicht gerade zimperlich umgeht. Und dann wird da sich seine Welt konstruiert und die Konsequenz daraus ist zu sagen, ja, und dann ist die AfD die richtige Partei. Das ist gefährlich bis hin zum Einsatz der sogenannten Social Bots, also Automaten, automatisierten, dem automatisierten Versuch, sowas wie eine Diskussion vorzuspiegeln, die aber gar nicht stattfindet. Glauben Sie, dass ein Donald Trump in Deutschland gewinnen könnte? Bitte eine kurze Antwort. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir eine ganz andere kulturelle Grundlage haben. Aber was Sie gerade gesagt haben, finde ich das sehr bedauerlich, weil die sozialen Medien natürlich eine Möglichkeit geben, die Stimme zu äußern, ja? Also seine Meinung zu sagen. Und es wird so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt. Herr Breitscher, eine letzte Frage. Haben Sie vielleicht noch einen ganz kurz noch mal zusammengefassten Tipp für die Politiker und Medien im Wahljahr? Ja, mehr Klartext reden, weniger verschwurbeltes Bürokratendeutsch, Leuten zuhören, da wäre schon viel gewonnen. Volk gegen Elite, Populismus auf dem Vormarsch, das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Danke, dass Sie da waren und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.